Dieses Video ist nicht das erste Video der Welt, in dem Änderungen für Lernen und Lehren beschrieben werden, die mit Digitalisierung und Internet verbunden sind. Allerdings geht es in den meisten bisherigen Überlegungen darum, dass der digitale Wandel eine graduelle Verschiebung darstellt, zum Beispiel was Lernmaterialien, was Werkzeuge oder was die Beteiligten angeht. Je nach Auffassung erfolgt diese Verschiebung in die eine oder andere Richtung, ein kleines oder ein großes Stück weit. Da wird zum Beispiel gesagt, dass wir mit dem Internet viel mehr Materialien oder mit dem Smartphone viel mehr Werkzeuge haben. Ich möchte Ihnen eine andere Perspektive vorstellen, die im Gegensatz dazu sagt, es geht nicht um eine Verschiebung, sondern um eine Umkehrung der Vorzeichen. Ich heiße Joran Moos-Mehrholz und ich möchte Ihnen die Überlegung zur Didaktik des Überflusses erklären. Los geht's! Das hier ist Martin Weller, Professor of Educational Technology an der Open University. Von ihm habe ich den Begriff Pedagogy of Abundance gelernt. Auf Deutsch möchte ich das frei als Didaktik angesichts des Überflusses oder kurz Didaktik des Überflusses übersetzen und auf einen anstehenden Paradigmenwechsel für das Lernen und Lehren anwenden. Meine These lautet, wenn Lehrende und Lernende mit dem Internet arbeiten, erleben sie eine Umkehrung der Vorzeichen in dem Sinne, dass wir auf vielen Ebenen mit zu viel, also mit Überfluss, statt mit zu wenig, also mit Knappheit umgehen müssen. Ein Beispiel: SchülerInnen finden im Internet, wenn es um Bruchrechnung geht, nicht viele zusätzliche Materialien, sondern viel zu viele zusätzliche Materialien. Noch einmal, es handelt sich nicht um eine graduelle Verschiebung, denn es ist nicht einfach so, dass jetzt anstatt von 3 verschiedenen Materialien 10 verschiedene Materialien zur Verfügung stehen würden. Dann wäre es ja so, dass wir die Materialien noch weiterhin sichten und sortieren könnten. Es wären nur einfach mehr Materialien und wir bräuchten mehr Aufwand für Sichten und Sortieren. Vielmehr geht es um eine Umkehrung der Vorzeichen, weil wir die zur Verfügung stehenden Materialien nicht einmal mehr zählen, geschweige denn sichten und sortieren könnten. Der Umgang mit diesem Überfluss muss gelernt und eingeübt werden, sowohl für die Lehrenden als auch für die Lernenden. Für die Lehrenden handelt es sich um einen Paradigmenwechsel in der Didaktik. Und für die Lernenden handelt es sich zusätzlich um ein elementares Lernziel, für das sie entsprechende Kompetenzen entwickeln müssen. Diesen neuen Überfluss finden wir an unterschiedlichen Stellen und auf verschiedenen Ebenen, die ich im Folgenden beschreiben werde. Noch eine Vorbemerkung. Selbstverständlich ist Überfluss jenseits der von mir beschriebenen Grundsätze nicht in der Praxis immer und überall vorhanden. Wenn man beispielsweise unter Bedingungen der Knappheit arbeitet, was eine gute Internetverbindung angeht oder was die Ausstattung oder einfach was die Arbeitszeit angeht, dann fühlt sich das überhaupt nicht nach Überfluss an und ist auch keiner. In der Gegenwart, also Anfang der 2020er Jahre, kann es sogar gut passieren, dass der konkrete Mangel bei wesentlichen Punkten den von mir beschriebenen prinzipiellen Überfluss überdeckt, sodass wir ihn kaum wahrnehmen können. Deswegen meine Einladung an Sie. Schauen Sie nicht mit der tagesaktuellen Brille auf meine folgenden Überlegungen, sondern vergleichen Sie mit etwas Abstand die Situation früher, also in der prädigitalen Zeit und in der mittleren Zukunft, also nicht heute oder morgen, aber in absehbar wenigen Jahren. Mir hilft eine solche Brille immer, um grundsätzliche Verschiebungen besser erkennen und beschreiben zu können. Auf wesentlichen Ebenen, die die Bedingungen für Lehren und Lernen bestimmen, haben wir es in Zukunft mit Überfluss zu tun, wo wir in der Vergangenheit mit Knappheit arbeiten mussten. Wir haben es mit einer Umkehrung der Vorzeichen zu tun, von zu wenig auf zu viel. Diese These möchte ich jetzt an verschiedenen Punkten auf verschiedenen Ebenen durchdeklinieren, nämlich anhand der Ebenen Materialien, Werkzeuge, Medienformen, Ausstattung, also Hardware, und beteiligte Personen. Wir beginnen mit den Materialien, die für Lernen und Lehren zur Verfügung stehen. In der prädigitalen Zeit waren Schulbücher von zentraler Bedeutung. Die Auswahl, die durch die Lehrenden getroffen wurde, beschränkte sich, wenn überhaupt vorhanden, auf die Entscheidung zwischen 2 oder 3 verschiedenen Schulbüchern. Für die Lernenden war es nur mit großem Aufwand möglich, an zusätzliche Materialien zu gelangen. Digitale Materialien dagegen gibt es in
unüberschaubarer Fülle. Sowohl Lehrende wie auch Lernende können zum Beispiel über eine Suchmaschine auf Tausende von Materialien zu einem Thema zugreifen. Materialien mit unterschiedlichen Schwerpunkten, mit unterschiedlichen Macharten, unterschiedlichen Qualitäten, unterschiedlichen Quellen und so weiter und so weiter. Hier wird bildlich deutlich, dass uns die Situation des neuen Überflusses vor neue Herausforderungen stellt, weil sich die Dinge eben nicht ein Stück weit verschieben, sondern sich die Vorzeichen umkehren von Knappheit an Materialien zu Überfluss an Materialien. Eine zweite Ebene, auf der wir es mit diesem Überfluss zu tun haben, ist die von Werkzeugen und Methoden, die ich für das Lehren und Lernen nutzen kann. Wenn ich in prädigitalen Zeiten eine Wandzeitung erstellen lassen wollte, dann musste ich dafür im besten Falle schon Wochen vorher Materialien sammeln bzw. sammeln lassen und großes Papier und Schere und Klebestifte mit ins Klassenzimmer bringen. Wenn dann bei einer anderen Gelegenheit, beim anderen Thema, eine Gruppe von Lernenden spontan eine Wandzeitung erstellen wollte, war das kaum machbar. Heute könnte diese Gruppe von Lernenden innerhalb von 90 Minuten spontan eine Zeitung im Internet veröffentlichen, Fotos selbst machen oder die Bilder von anderen kopieren oder ein Video drehen und schneiden. Dabei ist jetzt nicht die Hochglanzoptik oder die ausgefeilte Technik entscheidend. Die Umkehrung der Vorzeichen liegt darin begründet, dass mit einem normalen Smartphone 1000 Werkzeuge zur Verfügung stehen und zwar sofort. Das ist ein großer Überfluss an Werkzeugen und möglichen Methoden. Wie groß der Sprung ist, kann man sich vielleicht vor Augen halten, wenn man sich eine zeitreisende Lehrerin vorstellt, die aus der prädigitalen Zeit in die Gegenwart reist. Wenn diese Lehrerin nun einer Schulklasse sagt, heute machen wir eine Wandzeitung, und eine Gruppe von Schülerinnen fragt zurück, können wir stattdessen auch eine Radiosendung machen oder ein Video drehen? Dann würde diese Lehrerin das für vollkommen undenkbar halten. Denn die Frage nach den notwendigen Werkzeugen war in ihrer Welt von Knappheit gekennzeichnet. Um ein Video zu drehen, fehlte es an sehr teurem Equipment, speziellen professionellen Know-how. Es fehlte an der notwendigen Zeit und an irgendeinem Weg zum Verbreiten der Ergebnisse. Heute gibt es stattdessen tendenziell zu viele filmende Geräte, unüberschaubar viele Gestaltungsmöglichkeiten und das Video ist in quasi Echtzeit in der Weltöffentlichkeit verfügbar. Auch auf der Ebene der Medienformen gibt es Ausprägungen von Überfluss. In der prädigitalen Lernwelt gab es drei dominante Medienformen. Das war das gesprochene Wort, zum Beispiel der Lehrvortrag, und das gedruckte bzw. das geschriebene Wort, zum Beispiel das Lehrbuch und das Übungsheft. Mit der Digitalisierung ändert sich das dahingehend, dass die Medienformen vielfältiger und hybrider werden. Neben Buchstaben in Hand oder in Druckschrift treten mehr Audio- und Videoformate, mehr Grafiken, Hypertexte, interaktive Formate wie zum Beispiel Spiele oder Simulationen und viele Kombinationen davon. Insbesondere eine Medienform hat für Lernen und Lehren rasant an Verbreitung gewonnen, nämlich die Form Video. Werfen wir noch einen Blick auf die Ausstattung. In der prädigitalen Ära waren Stift und Papier von zentraler Bedeutung. Dabei war ganz klar eingegrenzt, mit welchem Stift die Schülerinnen zu schreiben hatten. Und beim Papier war sogar bis auf den Millimeter genau vorgegeben, welchen Linienabstand die Zeilen haben mussten. In der digitalen Ära verfügte eine Schülerin im Durchschnitt über ein Smartphone plus einen Laptop oder ein Tablet oder Schreibtischcomputer. Es gibt zahlreiche verschiedene Eingabemöglichkeiten alleine für das Schreiben von Buchstaben, beispielsweise mit einer physischen Tastatur, mit einem Stift, mit dem Finger tippend oder mit dem Finger wischend oder über gesprochene Sprache. Ganz zu schweigen von den unterschiedlichen Geräten. Wenn die Schülerinnen ihre eigenen Geräte nutzen, hat die Lehrkraft keine Chance, die unterschiedlichen Gerätearten und Hersteller und Betriebssysteme, Versionen oder Anwendungen zu überblicken. Auch hier haben wir es mit einer Umkehrung der Vorzeichen zu tun. Nicht mehr Knappheit, sondern Überfluss ist das Leitmotiv. Wenn ich hier von Tendenzen oder von Durchschnittsangaben spreche, darf das selbstverständlich nicht dazu verleiten, auf alle Fälle zu schließen. Auch wenn eine Situation im Durchschnitt von guter Ausstattung oder von Überfluss gekennzeichnet ist, gibt es in Teilen unbedingt auch Mangelsituationen, die berücksichtigt werden müssen. Die Didaktik des Überflusses bezieht sich keineswegs nur auf Dinge. Auch mit Blick auf die an einem Lernprozess beteiligten Menschen haben wir es in Zukunft mit Überfluss zu tun. Wenn in der
prädigitalen Zeit drei Schüler in einer Ecke des Raums als Gruppe gearbeitet haben, dann wusste die Lehrerin bei der Sichtung der Ergebnisse einigermaßen sicher, welche Personen an dieser Arbeit beteiligt waren. Es waren maximal drei. Wenn diese drei Schüler nun mit einem Smartphone oder mit einem Tablet in derselben Ecke an derselben Aufgabenstellung gearbeitet haben, dann ist es prinzipiell möglich, dass sie über das Internet weitere Personen in ihre Arbeit einbezogen haben. Das kann ein Elternteil gewesen sein, eine Schülerin aus dem vorherigen Jahrgang, eine Expertin zum Thema von einem anderen Kontinent, eine andere Arbeitsgruppe von Schülerinnen in einer anderen Ecke des Raums oder auch eine andere Lehrperson. Prinzipiell gibt es einen großen Überfluss von potenziellen Beteiligten für einen Lernprozess. Dieser Überfluss an möglichen Beteiligten findet sich auch auf der Ebene der Lehrperson wieder. Wenn ich in der prädigitalen Zeit die Erklärung meines Lehrers nicht verstanden habe, konnte ich vielleicht auf meine Eltern oder Mitschülerin hoffen, aber es war Glückssache, ob sie mir als zusätzliche Erklärperson hilfreich sein würden. Wenn ich dagegen YouTube hinzuziehen kann, gibt es unüberschaubar viele weitere Erklärlehrpersonen, die als Ergänzung oder auch als Konkurrenz auf den Plan treten können. Es ist hoffentlich deutlich geworden, dass der Überfluss nicht mit Luxus oder mit Wohlstand zu verwechseln ist, sondern eine neue Herausforderung darstellt. Nur weil wir jetzt und noch mehr in Zukunft ein riesiges Angebot an Materialien, an Werkzeugen und an Beteiligten bekommen, haben wir nicht automatisch ein pädagogisches Paradies. Wir haben allerdings deutlich bessere Möglichkeiten als unter den Vorzeichen der Knappheit, um vielfältige Lernprozesse zu gestalten. Eine Didaktik des Überflusses muss die Fülle kanalisieren und konstruktiv nutzen. Das ist nicht einfach, zumal wir damit vergleichsweise wenig Erfahrung haben. Unser Denken, unsere Ausbildung, unsere Strukturen und Routinen, die sind ja alle durch die Jahrtausende alten Vorzeichen der Knappheit geformt worden. Die neue Situation, in der prinzipiell erst einmal zu viel vorhanden ist, verlangt einen didaktischen Paradigmenwechsel. Wir müssen lernen, wie eine Didaktik des Überflusses nicht einfach nur Dämme baut und neue Mechanismen der Kontrolle entwickelt, sondern ein Empowerment der Lehrenden und Lernenden sein kann. Das passiert nicht automatisch, sondern muss von uns entwickelt und gestaltet werden. Mit Digitalisierung und Internet ist nicht nur ein technischer Umbruch verbunden, nicht nur eine neue Situation für die Lehrenden, vielmehr geht es auch um neue Möglichkeiten zum Empowerment der Lernenden. Während in prädigitalen Zeiten die Lehr- und Lernmittel maßgeblich durch die Lehrperson oder durch die Institution kontrolliert wurden, können heute genauso die Lernenden prinzipiell auf die allermeisten Möglichkeiten selbst zugreifen. Der neue Überfluss kann daher zu einem Kontrollverlust für die Lehrenden führen, die nicht mehr so einfach wie vorher wesentliche Faktoren der Lernsituation kontrollieren können. Dieser Kontrollverlust ist real. Und so ist es nachvollziehbar, dass er in einigen Situationen vor allem als Bedrohung des Status quo wahrgenommen wird. Der Kontrollverlust der Lehrenden kann potenziell mit einer Emanzipation der Lernenden einhergehen. Die Lernenden haben mehr Ressourcen und mehr Möglichkeiten, ihre eigenen Lernprozesse zu gestalten. Aber dieses Potenzial erfüllt sich nicht automatisch mit Leben. Indem ich digitale Geräte und Internet in einen Klassenraum gieße, wachsen damit nicht von alleine kompetente und autonome Lernende heran. Wir müssen lernen, die Situation des Überflusses zu nutzen, und zwar sowohl aus Sicht der Lehrenden wie auch aus Sicht der Lernenden. Deswegen muss mit einer neuen Didaktik auch immer das Ziel der Emanzipation oder des Empowerments der Lernenden verfolgt werden. Der eigenständige Umgang mit dem Überfluss muss als großes, übergreifendes Lernziel anerkannt werden, das genauso wichtig ist wie die traditionellen fachlichen Lernziele. Vereinfacht gesagt, wenn wir auf dem Smartphone Erklärvideos zur Bruchrechnung nutzen, dann geht es dabei nicht nur um das Lernziel Bruchrechnung, sondern auch um das Lernziel des selbstständigen Lernens, zum Beispiel mit Smartphones und mit Lernvideos. Denn dieses Lernen können wird auch nach der Schulzeit von entscheidender Bedeutung sein. Auch wenn der beschriebene Umbruch bei vielen Gelegenheiten möglicherweise als Kontrollverlust und als Problem wahrgenommen wird, so bietet er doch grundsätzlich großartige Möglichkeiten.
Lehrende haben unter den Vorzeichen des Überflusses ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten. Und für Lernende gibt es enormes Potenzial für personalisiertes und für selbstbestimmtes Lernen. Wir können diesen Wandel als Gestaltungsprozess verstehen, den wir zu einem großen Teil selbst in der Hand haben. Übrigens, für mich ist es immer ein schönes Bild, solche Veränderungsprozesse als Tanz zu begreifen. Und insofern passt es doppelt gut, dass in Martin Wellers Begriff Pedagogy of Abundance auch das Wort Dance enthalten ist.